die hatten gesagt, so, wenn ihre Feste dann machen, ja, das wären wir Verein. Ja, ja, die Deutsche Gesellschaft zur Eisenbahngeschichte, oder DGEG heißt das. Ja, ja, genau. Und die haben ja dann... Die hatten dann da, ich weiß gar nicht mehr, was das war letztes Jahr. Aber die machen das ja so dreimal im Jahr, haben sie gesagt. Und dann manchmal schmeißen sie die Lok da an. Ja, und dann manchmal machen die auch mit den Diesel-Loks, die sie haben, ja, fahren die auch von Bochum nach Dahlhausen hoch, da zum Museum dann. Als Zug, weil du sonst kommst du. Die hatten nur eine kleine, weil die auch nicht von der Elektrobahn mitgefahren sind. Bis nach Dahlhausen. Meinen Sie so einen roten? Ja. So einen Schienenbus, meinen Sie da? Oder? Nee, S-Bahn. Nee, diese. Nee, ich meine den Pendelverkehr von dem Bochum Dahlhausen aus. Das war eine. So einen roten Schienenbus. Ü-Bahn, 400 Schienenbus, meinen Sie das? Ich sehe auch noch, nee, habe ich hier noch ein Foto drauf? Ja, klar. Und von wo kommen Sie? Wir kommen eigentlich aus Bochum, da fahren wir jetzt wieder hin und fahren jetzt im Sauerland. Ein bisschen hochspazieren. Das sind bei meinen Eltern gewesen. Also. Warum? Das sind meistens so, die hören sich an wie Busse mäßig vom Motor. Und da sind diese roten Schienenbusse, nennen sich die. Nee, da fährt. Von innen habe ich den ja nur, wo er da vorne in einem Oberdingen sitzt. Das scheint ein Schienenbus zu sein. Zeigen Sie mal. Das ist ein Schienenbus. So ein Düwak hier, so ein Schienenbus, Moritz. Nee, das dürfte ein Schweineschnäuzchen sein. Oder Schweineschnäuzchen, wie sie haben. Aber die, naja, die haben verschiedene. Das bin ich! Ja, ja. Das ist klar. Nein, aber die haben verschiedene Wagen und die setzen die. Aber da muss ich auch mal. Monheim hat ja auch, wo ich herkomme, die haben ja auch Eisenbahn in dem Sinne, aber die machen dann, die nutzen die aber auch noch zum Güterverkehr. Und die haben auch noch eine Denkmal-Lok, die steht aber fest, die kann leider nicht fahren, weil das ist elektrisch und die haben kein elektrisch mehr. Also das war die Dampflok. Ja. Da waren wir drin. Da müssen sie mal, ich weiß auch nicht, ob es dieses Jahr wird, hier nach Solingen zum Brückenfest. Waren sie da schon mal? Das ist immer meistens dieses letzte Oktoberwochenende. Da ist ein Dampfschub über die Brücke, über die Brücke. Und da ist ja jetzt Lastbeschränkung, deswegen können sie da ja nicht drüber. Nee, leider nicht. Wir fahren jetzt mit dem Schienenbus bis Solingen mit und dann wieder zurück. Ja. Wir waren auch nochmal mit dem Schienenbus nochmal unterwegs. Hier Richtung Witten. Das war, glaube ich, die extra Schicht sind wir damit gefahren. Ja. Da haben wir mal so mitgefahren. Ja. Gut, durch runter. Ja. Ja. Nee, sie haben besucht. Dann habe ich noch. Also die 628er finde ich ja richtig klasse. Bayerische Eisenbahngesellschaft. Ach, da. Das ist, und die ist von dem Museum hier auch. Das ist die 12007. Die gehört die. Das ist von Reflex und das ist Andreas Woll. Das ist ein Privatunternehmen, die sie doch gehört. Also das ist Düsseldorf. Alle drei in Düsseldorf ist das aufgenommen. Und die auch. Und das mache ich so verschieden. Und das ist der HKX von Hamburg-Köln-Express, der von Hamburg nach Köln fährt. Das ist in München aufgenommen, das ist vom Bekannten habe ich das. Das ist auch in Köln. Das ist Köln. Da bin ich mit der, die alten Loks liebe ich hier, diese alten, gefalten Loks. Und dann habe ich noch Fotos von dem Rheingold, der bei uns im Monat auf Betriebshof stand. Wenn man Leute kennt, die da arbeiten, da kommt man nach ran, wo man natürlich normal nicht so rankommt. Dann habe ich noch. Thales habe ich dann noch. Thales. Ich fährt von Köln nach Paris. Da ist ein TGV, also ein französischer Zug. Der fährt aber. Ich wieder
von Süddeutschland nach Paris fährt. Da gibt es auch noch eine neue Verbindung. Oder von Frankfurt einmal nach Paris. Und einmal von Saarbrücken, glaube ich, fährt er dann noch. Zwei verschiedene Äste hat er. Bloß, der fährt hier zum Gare du Nord, also zum Nordbahnhof, und der andere fährt zum Südbahnhof. Aber auch Paris, aber die haben ja mehrere Bahnhöfe. Die legen ja ziemlich nah aneinander. Nee, die muss man nicht sagen, glaube ich. Das sind 4 Kilometer knapp unter den Himmel. Weil, so gut, Paris und Moskau, das ist das. Ist aber so, klar, hier wird das schon wieder viel. Ja. Aber gut, sagen wir so. Na gut, da kann man gut auch mit der U-Bahn, Metro fahren, so gut vertankt und alles. Ich habe mal damals, was habe ich damit, ich bin 88 gefahren, 98 bin ich gefahren. Da habe ich noch zum D-Mark bezahlt, da habe ich für einen Monat, also eine Tageskarte für Paris, für den Großraum Paris, glaube ich, 3 Euro Mark bezahlt. Ich weiß jetzt, was teuer war, war das Essen, das so ein halbes Baguette am Bahnhof, 24 Mark. Ja, Problem war, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, und die vom Bahnhof weg, weit weg wollte ich auch nicht, weil ich hatte Angst gehabt, dass ich den Zug dann verpasse. Ja, aber sagen wir mal so, in Paris, da ist es wieder ganz anders als hier in Deutschland. Wir zeigen ja die Züge erst 15 Minuten vor Abfahrt an. Ach so. Also ich war schon um eine halbe Stunde früher da und suche meinen Zug und ich finde den Zug nicht. Bis ich da mal... Da habe ich mich mit meinem halb Englisch, halb Deutsch Bahnbeamten gefragt. Und der konnte Deutsch und der hat mir dann auf Deutsch gesagt, dass generell die Züge 15 Minuten vor Abfahrt, also das heißt, um 17, 18, 19 Uhr soll der losfahren, also Viertel von Daniels Zeit. Ja, und dann komme ich auf den Bahnsteig, gucke oben auf die Anzeige, Köln, ich sollte nach vorne, wollte nach Köln, steht Amsterdam. Da vorne stand aber Köln. Ja, da gehe ich noch ein Stück weiter. Dann sehe ich, dass das ein Doppelzug ist. Also zwei Züge. Und dann in Brüssel wurden die getrennt. Also der vordere fuhr dann Köln, hintere dann nach Amsterdam. Ja, das ist gemein, wenn man das nicht kennt und in den falschen Teil einsteigt. Ja, ich sag mal so. Und dann hatte ich noch jemanden, bin ich noch vorne bis vorne. Ich hatte ziemlich weit vorne am Triebkopf. Wollte ich gerne auch mal gucken, ob ich vielleicht in den Führerstand rein konnte. Leider sagte der Lokführer, er würde es gerne da machen, aber er darf es nicht. In Frankreich ist es nicht erlaubt, Betriebsfremde da rein zu. Oder hatte es einfach gesagt, weißt du was, gib mir die Kamera, ich mache dann. Ich sage vom Führer, hat er dann mehrere Fotos so gemacht. Und sagt, er sagte, das kann ich machen. Ach, ist das jetzt haben wir? Sieht mir so aus, oder? Ich bin auch zum ersten Mal. So langsam wieder jetzt. Ja. Aber steigen wir aus und steigen um. Ja, wir müssen auch umsteigen. RB40. Ja, dann stehen wir auf. Ja. Das hier mal zu. Du hast schon zu weit, aber da stecken wir jetzt rein. Und dann steigen wir aus. Warten. Hier ist die Abelo-Werkstatt. Deine Strafen nur darauf, wie du dich benimmst. Ja. Ganz klar. Benimm dich und dann kriegst du noch keine Strafen. Steiger dein Vater nicht so sehr, kleiner Mann. Macht er nie. Ich kenne das von meiner Nichte, ja. Die tut auch so all unschuldig. Die ist 2 Jahre älter als er. Aber ich glaube, der ist zu müde dafür. Ich kenne das von einer Schwester vom Kumpel von mir. Ja. Ah ja, gut. Hagen Hauptbahnhof. Ich sag mal so, ich habe zu meiner Mutter habe ich schon mal gesagt, die Mädchen sind anstrengender als Jungen. Und meine Mutter sagte, die Jungs sind da gut. Die Jungs kann sein, aber die Jungs sind stur, aber die Mädchen sind zickig. Ja. Ich sag mal so, das sehe ich manchmal bei meiner Nichte. Wenn die nicht will, komm mal zur Seite. Ja. So, jetzt gehen wir rum. Okay, dann schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Ja, hier sind gar keine Griffe, das ist ja doof. Was haben wir denn da? Boah. Fackel. Warum fehlt noch so eine Weiche?
Und auf welche Fahrzeit müssen wir jetzt? Wir müssen, ja, 17? Wir sind jetzt... Oh, wir müssen gucken, wo wir hin müssen. Ich weiß auch nicht. Vergessen zu gucken. Sechs. Oder sollen wir nach Dortmund rüberfahren? In welchen? Hier durch drüben. Wo? Auf 7. Gehen wir mal raus. Da oben steht der 52er. Ja. Oder 57 ist das. RB 52. 57. Ja. Mal gucken, wann der jetzt fährt. Der hier? Ja. Cool, dann können wir den auch nehmen. Und dann von da aus mit der S1 direkt weiter. Weißt du?